Spider-Man! So, Spider-Man, du hast jetzt eine Tiefe von 1053 Fuß erreicht. Jetzt musst du den Sender an den gesunkenen Goldtransporter anbringen. Sehr gut. Jetzt kann ich das Wrack per Fernbedienung steuern. Vielen Dank, Spider-Man. Du hast soeben geholfen, dem berühmten Professor Gizmo, auch genannt das Superhirn, den größten gesunkenen Schatz der Welt zu bergen. Ich brauche deine Hilfe jetzt nicht mehr. Leb wohl, Spider-Man, großer Webspinner. Mein Modell funktioniert ja ausgezeichnet. Jetzt fehlt mir nur noch der echte Spider-Man. Er ist der einzige Mensch, der in solch einer Tiefe dem Druck standhalten kann. Ich habe mir einen genialen Köder für ihn ausgedacht. Damit wird er mir ins Netz gehen. Der Chef gibt eine Party auf seiner 2-Millionen-Dollar-Yacht und ich kann mir gerade noch ein Ticket für die U-Bahn leisten. Okay, Leute, jetzt packt mal alle euer Geld und euren Schmuck aus. Dann wird euch auch nichts passieren. Na los, Lady. Worauf warten Sie noch? Am besten ich ignoriere sie. Mit denen ist nicht zu spaßen. Schnauze, sonst Beule. Zu dumm. Jetzt muss ich doch eingreifen. Hey, da will sich einer verdrücken. Ach was, der entkommt uns nicht. Der wird kaum vom fahrenden Zug abspringen. Wir holen uns diesen Feigling später. Nicht einmal in der U-Bahn kann man zivil bleiben. Und jetzt zu den drei Glatzen. Sieh mal, da kommt Spider-Man. Habt ihr etwa Captain Kangaroo erwartet? Ich hätte mich gerne etwas länger mit euch beschäftigt, Jungs. Aber ich habe heute Abend leider schon etwas vor. Und lasst den Kopf nicht hängen. Bye-bye. Was zum Teufel geht hier vor? Kümmern Sie sich um die Glatzköpfe, Officer. Puh, gerade noch rechtzeitig. Hier muss ich aussteigen. Meine Maske. Ach, was soll's. Auf Chi-Chis Yachtparty werde ich sie nicht brauchen. Hey, was ist denn das? Eine Halloween-Maske für die Kinder? Nein, das könnte meine Frau als Haarnetz tragen. Danke, danke, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu meiner alljährlichen Wohltätigkeitsveranstaltung für behinderte Kinder, diesmal hier auf meiner Yacht. Einer meiner Helfer wird nun mit einem Korb zu Ihnen kommen, um Ihre Spenden zu empfangen. Boss, soll ich gleich ein paar Fotos von den Juwelen machen? Nein, jetzt nicht. Sammeln Sie ein, Parker. Aufgepasst, Herrschaften. Entweder Sie werfen die ganzen Klunker in die Eismaschine oder mein nächstes Geschoss trifft den Maschinenraum. Das ist die Monitor. Nein, das kann nicht sein. Die Frau hat recht, die Monitor ist vor über 100 Jahren gesunken. Verflucht, ich möchte wissen, wer da wieder dahinter steckt. Ich glaube, mit diesem Typen ist nicht zu spaßen, GJ. Heller Wahnsinn. Ausgerechnet jetzt habe ich meinen Spider-Anzug nicht dabei. Heiße Ware auf Eis. Das hört sich gut an. So, den Monitor brauche ich jetzt nicht mehr. Zurück auf den Grund, wo du hingehörst. Haben Sie alles festgehalten, Parker? Tut mir leid, GJ, aber Sie haben mir doch selbst die Kamera weggenommen. Was heißt hier, es tut Ihnen leid? Das sind doch alles nur faule Ausreden.
Die Nation wurde heute von einem makabren Schmuckraub verblüfft. Ein gesunkenes Kriegsschiff, das vor über 100 Jahren versenkt wurde, griff eine Luxusjacht an, auf der gerade eine Wohltätigkeitsveranstaltung stattfand. Der Täter erbeutete Schmuck im Wert von $750.000 und tauchte dann wieder unter. Verdammt, sonst hat doch Spider-Man immer seine Nase irgendwie im Spiel. Warum nur nicht bei mir? Aber bei meinem nächsten Schlag werde ich ihn mir schnappen. Ich werde Lindbergs Flugzeug aus dem Smithsonian Museum stehlen. Das wird ihn heiß machen. Aber zuerst werde ich etwas Verwirrung stiften. Hey! Was ist denn hier los? Die Panzer machen sich selbstständig, da müssen Geister drin sitzen. Aber wo fahren die denn hin? Die planieren ja alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Ich befinde mich hier vor dem Smithsonian Museum, wo sich vor einigen Minuten zwei Panzer, wie von Geisterhand gesteuert, in Bewegung setzten und dadurch große Verwirrung stiften. Ich muss unbedingt nach Washington, und zwar so schnell wie möglich, mit der nächsten Maschine. Diesen seltsamen Zwischenfall kam, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Wenn die sich vom Militär so dämlich anstellen, muss eben wieder mal Spider-Man seinen Einsatz bringen. Verzeihung, Mister, auch wenn Sie da oben an der Decke gehen, dürfen Sie das Flugzeug ohne Ticket nicht betreten. Keine Sorge, ich verspreche Ihnen, ich werde nicht ins Innere der Maschine gehen, okay? Und wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es auch. Stewardess, da saß gerade ein Mann mit einer Maske auf der Tragfläche und hat mich angestarrt. Ach, tatsächlich? Ich denke, Sie haben jetzt genug Likör getrunken, Sir. Ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. So, nun werde ich Lindbergs Maschine aktivieren. Sieh mal, Henry, die Motoren sind angegangen. Ich will nur hoffen, dieses Teil dieser Museumsführung. Da sitzt tatsächlich keiner drin, genau wie bei der gesunkenen Monitor. Na endlich, bald gehört Spider-Man mir. Ja. So, diesmal wird GJ seine Fotos von mir bekommen. Halt, Mann! Ergeben Sie sich! Es besteht keine Fluchtmöglichkeit! Sie sind umstellt! Im Namen der Vereinigten Staaten, Sie sind festgenommen! Da muss ich die Herrschaften leider enttäuschen. Ich liebe nämlich meine Freiheit. Ja. Perfekt, Parker. Besser hätte ich diese Einstellung auch nicht getroffen. Dieser Spider-Man sieht hier aus wie ein kleiner, hilfloser Junge. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Zuerst der Schmuck, dann Lindbergs Einmotoriger möchte wissen, wer hinter all dem steckt und was Spider-Man damit zu tun hat. Ich werde das Foto so lange zum Aufhänger machen, bis der Fall geklärt ist. Hey! Fred, sieh dir das an! Die Züge sind längst ausrangiert, die dürfen gar nicht mehr fahren. Das wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die nächsten Stunden erregen. Währenddessen kann ich mich um die größeren Geldspeicher und Banksafes in und um New York kümmern. Irgendwie ist das schon seltsam. Seit über einer Stunde ist keiner mehr aus der U-Bahn hochgekommen. Weißt du, was ich noch viel seltsamer finde? Nein, aber du wirst es mir sicher gleich erzählen. Und dein Sanitärwagen hat sich gerade ohne dich aus dem Staub gemacht. Ach ja, was fällt dem alten Karren überhaupt ein? Was? Halt, das stimmt ja tatsächlich! Halt, stehen bleiben! Halt! Hilfe! Hier spukt es! Polizei! Hilfe! Das funktioniert ja besser, als ich geplant habe. Und mit der städtischen Straßenreinigung werde ich die Beute abtransportieren. Vielleicht lässt sich Spider-Man dadurch aus seinem Loch locken. Das war wohl der simpelste Bankraub aller Zeiten. Sogar die Verkehrspolizisten sind mit dem Chaos in der U-Bahn beschäftigt. Aber wo ist Spider-Man? Die Stromversorgungszentrale. Wünsche einen schönen Nachmittag, Gentlemen. Hören Sie, wir sind jetzt wirklich nicht zu irgendwelchen Scherzen aufgelegt. Moment mal, Joe, das ist vielleicht der richtige Mann für uns. Ja, jetzt erkenne ich ihn auch. Das ist Spider-Man. Er scheint dringend Hilfe nötig zu haben. Wir haben keine Kontrolle mehr über die Züge. Unser komplettes System liegt lahm. Schlimme Sache. Und wenn ich jetzt einen Zug in Bewegung setze, würde dann die Spannung für die anderen ausreichen? Theoretisch schon, aber wie wollen Sie das machen? Überlassen Sie das getrost mir, meine Herren. Was haben Sie vor, Spider-Man? Das werdet ihr gleich sehen. Schaut ihr ruhig weiter auf eure Monitore. Spider-Man ist endlich aufgewacht. Das U-Bahn-Spiel hat also sein Interesse erweckt. Jetzt beginnt der interessante Teil meines Plans, aber zuerst muss ich noch die Bonbons verstauen. Wo
wurde soeben mitgeteilt, dass mit Hilfe des fantastischen Spider-Man das U-Bahn-Chaos in New York wieder beendet werden konnte. Die Polizei tappt bisher noch völlig im Dunkeln. Auch Spider-Man, der Retter in letzter Not, kann sich die Zwischenfälle nicht erklären, wie er in einem... Ach was, für mich ist der Fall ganz klar. Spider-Man ist für alles verantwortlich. Ich finde, jetzt sind Sie unfair, GJ. Unfair, hüten Sie Ihre Zunge. Wollen Sie mir bei $850,000 etwas über Fairness erzählen? Ich sage, dieser Spider-Man gehört hinter Schloss und Riegel. GJ, ich muss leider Robbys Meinung teilen. Aber ich habe ihn nicht nach seiner Meinung gefragt. Wo kommen Sie eigentlich her, Parker? Ich war mittendrin im U-Bahn-Chaos. Ach zum Teufel, das sind doch alles nur Ausreden. Ich will mein Geld wieder haben und zwar ein bisschen plötzlich. Vielleicht kann Ihnen der Zeppelin da weiterhelfen. Ich werde alles wieder zurückgeben, wenn Spider-Man morgen Mittag am Herald Square ist. Professor Gizmo. Was? Professor Gizmo? Also, ich muss zugeben, diesmal habe ich mich getäuscht. Da ist noch eine Überraschung, GJ. Hey, das ist der Lindbergs Einmotorige. Aber wer gibt uns die Gewissheit, dass Gizmo auch alles zurückgibt? Ich bin überzeugt davon, dass er und Spider-Man unter einer Decke stecken. Was soll's, auf jeden Fall wird es ganz schön riskant für Spider-Man, wenn er sich morgen am Herald Square sehen lässt. Zwei Minuten vor 12, wo bleibt denn dieser Spider-Man und wo steckt Parker schon wieder? Parker sucht einen Platz, um Fotos zu machen. Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Moment mal. Sehen Sie, GJ. Da ist er ja. Okay, Leute, jetzt kommt die Hauptattraktion. Ich stelle mich, Professor Gizmo, aber ich will selbst sehen, wie die gestohlenen Sachen zurückgegeben werden. Sehen Sie nur, Mr. Jameson, ein riesiger Spider-Man-Ballon ist bei dem Umzug auch dabei. Wo ist dieser Spider-Man-Ballon? Tatsächlich, was soll der Unfug? Wow, das ist ja irre. So etwas hat noch nie jemand für mich getan. Hab ich dich endlich! Jetzt hängst du an deinem eigenen Ebenbild fest! Du wirst mir jetzt gehorchen, sonst hat mein Terror nie ein Ende. Okay, gut, ich bin einverstanden. Sage mir, was du von mir willst. Vergessen Sie es, Gizmo. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich einem Verbrecher wie Ihnen helfe. Ach was, alles, was du tun musst, ist zur El Conquistador runtertauchen und diese kleine Transistorantenne an dem Wrack befestigen. Mit meiner Gizmo-Box werde ich dann den Rest erledigen. Aber die El Conquistador liegt über 1000 Fuß tief. Woher wollen Sie wissen, dass ich den Druck aushalte? Was soll das Ganze? Mir brauchst du nichts vorzumachen. Wir wissen doch beide, dass eine einfache Spinne noch viel, viel tiefer tauchen kann. Sie spinnt sich gewissermaßen ihre eigene Taucherkapsel. Also werden 1000 Fuß auch für dich kein Problem werden, Spider-Man. Na schön, Sie haben gewonnen. Aber erzählen Sie mir bitte nicht, dass Sie das Wrack mit dieser Blechschachtel hochholen wollen. Blechschachtel? Du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Vor Jahren habe ich mit dem berühmten Wissenschaftler Richard Robbins zusammengearbeitet. Dieses Schwein hat mich um ein ganzes Vermögen gebracht. Fast ein halbes Jahr habe ich auf den richtigen Moment gewartet, um mich zu rächen. Und dann war es soweit. Wir meine neue Erfindung testen. Ich habe die Frequenz auf den Roboter eingestellt. Streichen Sie sich diesen Tag im Kalender rot an, Gizmo. Von nun an werde ich der bedeutendste Wissenschaftler aller Zeiten sein. Und Sie werde ich in meiner Dankesrede auch erwähnen. Oh, vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Ihre Erfindung gehört mir. Das kann ich nicht zulassen. Das dürfen Sie nicht. Nein! Geben Sie das Gerät wieder her! Nein, Gizmo! Nein! 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 Ich halte ihn noch immer fest, dort, wo ihn keiner findet. Wenn du mir hilfst, werde ich den Schmuck und das Flugzeug wieder zurückgeben. Also, wie du siehst, du hast die Zügel in der Hand. Du brauchst nur noch einzuwilligen. Dann können wir loslegen. Hier, Spider-Man, hier werden wir Anker werfen. Du wirst jetzt mit anderen Worten meinen Glücksbringer spielen. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich helfe Ihnen nur, wenn Sie die Sachen zurückgeben, Gizmo. Werden Sie runtergehen, wenn Ihnen der Chef der Daily Bugle bestätigt, dass alles wieder da ist? Tja, er ist zwar nicht gerade George Washington, aber so soll's denn sein. Hier spricht Jonah Jameson, Präsident der Jameson Television Network. Ich befinde mich über dem U-Boot von Professor Gizmo, der einen etwa 1000 Fuß liegendes Wrack zu bergen versucht. Er hat einen uns wohlbekannten Helfer dabei, Spider-Man. Soeben bekommen wir eine Einspielung rein, wie Lindbergs einmotorige Propellermaschine in das Museum zurückkehrt. Auch der gestohlene Schmuck wurde von Professor Gizmo wieder zurückgegeben. Nun kann also Spider-Man bei dieser legalen Bergungsaktion helfen. Ich bin allerdings immer noch der Meinung, die beiden stecken unter einer Decke.
Da hast du deinen Beweis, Spider-Man. Ich habe meinen Teil unserer Abmachung eingehalten. Jetzt bist du an der Reihe. Und vergiss nicht, fast die ganze Welt ist live dabei. Ach du Schreck, ich glaube, ich kriege gleich meine Migräne. Alles klar machen zum Tauchen. Wie Sie selbst erkennen können, spinnt sich Spider-Man in eine Taucherglocke ein. Dieser Mann scheint tatsächlich von Spinnen abzustammen. Dr. Gizmo hilft ihm gerade, die Notleine anzulegen. Na los, Gizmo, runter mit dem Wollknäuel. Eigentlich könnte ich gleich ein paar Fotos machen, wenn ich schon mal hier unten bin. Eine unserer Unterwasserkameras wird Spider-Man hinab in die Tiefe folgen. Du bist jetzt bei etwa 800 Fuß angelangt, Spider-Man. Kannst du das Wrack schon erkennen? Ja, es liegt schräg unter mir. Aber da bewegt sich irgendetwas auf mich zu. Oh, oh, das ist gar nicht nett. Eine Riesenkrake. Und was für eine. Verdammt, ich glaube, der hat noch nicht zu Mittag gegessen. Ich muss hier raus, und zwar so schnell wie möglich. Ich vertrage ja allerhand, aber das geht echt zu weit. Ich hoffe, mein Katapult vertreibt dich, Bruder. Auch das noch. Ich habe ganz vergessen, dass mir die Luft ausgeht. Puh, das war knapp. Sobald du das Wrack erreicht hast, musst du den Transistorsender am Bug anbringen. Alles klar, Doktorchen. Oh nein, ein Schwarm Schwertfische. So, das wär's. Okay, Gizmo, Sie können mich jetzt wieder hochziehen. Ich werde das Wrack jetzt aktivieren. Du musst es um die Felsen herumlotsen. Am besten, du gehst hinten ans Ruder. Habt ihr Narren wirklich im Ernst geglaubt, ich würde der Regierung mehr als eine halbe Billion in Gold schenken? Vielen Dank für deine treuen Dienste, Spider-Man, aber leider muss ich dir mitteilen, dass ich in Zukunft auf deine Hilfe verzichten kann. Er hat Spider-Mans Notleine gekappt. Na also, ich hatte doch recht. Diesem Gizmo kann man nicht über den Weg trauen. Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. Die Luft wird verdammt knapp. Oh je. Ein Unglück kommt selten allein. Da ist mir das Festland doch wesentlich sympathischer. Hier denkt jeder Zweite, ich sei seine Hauptmahlzeit. Ja, sehen Sie nur genau hin. Hier können Sie live miterleben, wie Spider-Man von einem weißen Hai angegriffen wird. Aber was sage ich denn da? Der Hai schwimmt jetzt direkt auf unsere Kamera zu. Ist denn das die Möglichkeit? Jetzt hat er doch glatt die Kamera verschluckt. Und das war wohl erst die Vorspeise. Ich wusste gar nicht, dass Haie so dumm sind. Oh nein, was ist denn das schon wieder? Eine fleischfressende Riesenmuschel. So, jetzt habe ich aber endgültig die Schnauze voll hier. Verdammt, nun geht mir aber wirklich die Luft aus. Wird der schon wieder? Wenigstens kann man hier unten Wasserski fahren, ohne dass man dauernd auf die Schnauze fällt. Vielen Dank, Bruder. Ich werde mich bei Gelegenheit mal revanchieren. Ich habe es geschafft. Ich habe den größten versunkenen Goldschatz aller Zeiten geborgen. Und er gehört mir. Mir allein. Fantastisch, das ist einmalig. Die spanische Galeere aus dem 18. Jahrhundert hat soeben die Wasseroberfläche erreicht. Aber halt, wo ist Spider-Man geblieben? Ach, das war knapp. So, nun zu diesem Gizmo. Er denkt sicher, die El Conquistador gehört jetzt ihm. Und genau das wollte ich auch erreichen.
Was zum Teufel? Anhalten! Halte sofort an, du Mistvieh! Anhalten! Alles reine Zeitverschwendung. Jetzt liegt das Gold wieder unten am Grund. Schnell, Pilot! Folgen Sie dem Gold! DJ! Mit einem U-Boot ja, aber nicht mit einem Helikopter. Dann folgen Sie dem Hai, aber tun Sie irgendwas. Hey, was ist denn mit euch los? Ihr könnt mich doch hier nicht zurücklassen. Aber GJ, Sie werden doch Spider-Man nicht sich selbst überlassen. Warum nicht? Sehen Sie doch, der Sog wird ihn gleich in die Tiefe ziehen. Aber GJ, wir sind verpflichtet, Spider-Man das Leben zu retten. Denken Sie doch nur mal an die Publicity. Verpflichtet sind wir zu gar nichts. Ah, lange kann er sich nicht mehr halten. Nun geben Sie Ihrem Herzen schon einen Ruck. Ich werde Sie live wieder dazuschalten. Unter Einsatz unseres eigenen Lebens werden wir den schrecklichen Tod Spider-Mans in der Tiefe im letzten Moment verhindern. Schalten Sie endlich den Ton ab. Das wird mich zum Helden machen. Weiter runter, wir müssen noch näher ran. Unglaublich. Sie wollen mir wirklich helfen. Na los, worauf warten Sie noch? Packen Sie die Kamera aus und fotografieren Sie. Ich bin jetzt Volksheld Nummer 1. Ich werde den großen Augenblick im richtigen Moment festhalten. Muss ich diesen Halbmenschen anfassen? Naja, im Grunde ist das Bild gar nicht so übel. Immer noch besser als gar kein Foto, Parker. Zu schade, GJ. Ich war leider nicht dabei. Aber eins verspreche ich Ihnen. Das nächste Mal werde ich dabei sein, wenn Sie Spideys Leben retten. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Wie bitte? Das nächste Mal? Was soll denn das wieder bedeuten, das nächste Mal? Das nächste Mal werde ich ihn persönlich ersäufen.